Seine Frau antwortete: Ich glaube, sie bittet uns sehr schnell von hier zu verschwinden und das Baby in Sicherheit zu bringen. Aber wieso das denn? Wir können doch nicht ein fremdes Baby mitnehmen, zumal wir morgen abreisen. Wie? Er verstummte augenblicklich, als er zwei Männer mit Gewehren auf sie zu rennen sah. Sie legten gerade auf Fannina an, die sich aufgemacht hatte, weiter wegzurennen. Ohne weiter zu überlegen, gab die Frau im Auto Gas und schoss in einem Tempo los, das für die mit Schlaglöchern übersäte Straße bei weitem nicht geeignet war. Sie zog so schnell an den beiden Männern vorbei, dass diese wütend fluchend zur Seite sprangen und dem Wagen hinterher schrien. Immer diese Touristen. Nur Ausländer lassen ihre Frauen Auto fahren. Dann eilten sie weiter hinter Fannina her, die ihre Verfolger immer näher kommen sah. An der nächsten Biegung blieb sie völlig erschöpft stehen, blickte in die Tiefe des Abgrundes, in der sich ein Bergbach seinen Weg durch die zerklüfteten Felsvorsprünge bahnte.